Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Jetzt haben wir das Unboxing von dem Paket von meiner lieben Sarah. Und Sarah scheint eine Blackbox bei Rossmann Eckerter zu haben. Deswegen ist es da drin. Ich habe es nur aufgeschnippelt. Ich mache das jetzt einmal auf. Und, oh je, also erstmal eine Karte oder ein Brief vielmehr. Sie gibt sich da auch immer voll die Mühe und sie hat auch eine ganz tolle Schrift, wie ich finde. Genau, kümmern wir uns darum erstmal. Hier ist noch ein Herz drauf geklebt. Ach, Sarah. Bin ich so gut im Öffnen immer? Jetzt liegt Linus hier, weil er denkt, es gibt noch was aus dem Paket von Sarah. Da gab es ja was. Ach, cool, jetzt habe ich sie das dritte Mal, aber das ist völlig okay. Das ist völlig okay. Du bist ein schlauer Fuchs und gut aussehen tust du auch. Happy Birthday. Ich habe die ein Jahr von meinem Mann bekommen zum Geburtstag. Dann habe ich sie von Silke bekommen und jetzt nochmal von dir. Aber das ist völlig okay. Und guck mal, ein Füchschen. Seht ihr das? Es bewegt seine Nase. Könnte mich ja stundenlang mit beschäftigen, ne? Das ist so drollig. Das ist eine 3D-Karte. So. Liebes Füchslein, ich wünsche dir von ganzem Herzen alles erdenklich Liebe und Gute zum Geburtstag. Mögen dich stets Gesundheit, Glück und Freude begleiten. Bleib so ein wunderbarer, herzlicher Mensch, wie du bist und lass dich nicht unterkriegen. Denn denk immer daran, wenn etwas dich nicht glücklich macht, loslassen. Krone richten und weitergehen. Du schaffst alles, was du willst, denn du bist großartig. Fühl dich ganz herzlich gedrückt, deine Sarah. Dankeschön, meine Süße. Fühl dich auch ganz doll und ganz lieb gedrückt von mir und vielleicht schaffen wir es ja dieses Jahr, uns zu sehen. Auf jeden Fall, die Karte ist der Knaller, oder? Jetzt mal ohne Witz. Oh, großartig. Sehr fuchsig. So, ich nehme noch einen Schluck Kaffee. Und dann packen wir aus. So, ich öffne jetzt einfach den Karton. Ich finde das ja schön, ne? Also Schwarz und ich, wir sind auch gut Freunde miteinander. So, kann ich die jetzt? Ja, kann ich. So, wartet, dann stelle ich den anderen Karton hier drunter. So kommt sie. Da ist erstmal Tee drauf. Einmal mediterraner Pfirsich, kenne ich nicht, von Teekanne. Wird dann die Tage ja mit auf Arbeit wandern und dann werde ich es da trinken. Und italienische Limone. Bin ich sehr gespannt drauf, ja. Oder ich mache mir, was haben wir dann heute? Heute ist Freitag. Na, ich bin völlig durch den Wind. Heute ist Freitag oder morgen zum Frühstück oder so. Mal gucken. So. Ich öffne mal das Schleifchen. Na, dann schauen wir doch mal, ne? Guck mal, eine ganze Menge. Ein wenig eingepackt, ein wenig nicht eingepackt. Und wir fangen mal an mit dem nicht eingepackten. Oh, die ist lecker. Oh. Milka Collage mit Himbeer und, ja, mit Himbeer. Die ist wirklich, wirklich lecker. Die landet auch nachher gleich im Kühlschrank. Und aktuell landet sie jetzt bei Cindy auf der Schokolade. Und dann werde ich sie probieren. Ach ja. So. Sahne, Kakaomandeln. Oh. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Du willst mich echt verwöhnt wissen, ne? Cool. Bin ich sehr gespannt drauf. Werde ich irgendwann essen. Irgendwann. So. Na, jetzt rutscht mir ja die Kiste ab. Stellen wir das doch rein. Hier ist noch was unangenehm. For Beauty, eine Gesichtsbürste in so einer kleinen Reisegröße. Ziemlich, ziemlich schwer. Cool. Ich habe ja die von L'Oreal, glaube ich, ist das. Diese elektronische. Aber da gibt es ja irgendwie keine Bürste mehr. Also ich finde keine mehr. Deswegen ist das hier, glaube ich, eine gute Alternative. Wird gleich im Badezimmer einziehen. Vielen, vielen Dank.
Kommt hier hin. So, das ist auch an eingepackt. So ein kleines Säckchen. Wir haben einmal von Revade Loop Young Nail Sticker in Winter-Weihnachtsmotiven mit Schneemännern und so. Ja, ich benutze viel zu wenig Nagelstickern. Bei mir ist es meistens so, Nägel lackieren und dann kommt irgendein Topper drüber, so wie hier. Aber ja, habe ich mir halt vor ein paar Tagen gemacht, ne? Und dann kommt einfach so ein Topper rüber, ein bisschen Glitter und dann geht's los. Also ganz selten, aber ich muss mehr. So, dann ganz viele kleine Mini-Feilen von For You Beauty. Ja, super. Super für die Arbeitstasche. Mir bricht irgendwie immer Nagel ab. Dann ein Nagelöl mit Toffee-Duft. Da muss ich mal dran riechen, wie süß das tatsächlich ist. Hat so zwei Phasen. Also riecht eher wie Nagellack. Jetzt nicht irgendwie großartig nach Toffee. Ich hatte mal ein Nagelöl. Das war von Essence oder so. Und das roch voll gut nach Ananas. Nee, es war von P2 und das roch voll toll nach Ananas. Ja. Wird benutzt. Wird benutzt. Und Kiko. Ja, von Kiko. Waterflower Magic Nail Nagellack in der 02. Ganz tolle Farbe. Korall. Ich habe ja gerade so einen aufgebraucht, ne? Kommt also wie gerufen. Jetzt haben wir wieder einen mit Korall. Super. Vielen, vielen Dank. Freue ich mich mega drüber. So, und jetzt kommen wir zu den Kleinigkeiten, die eingepackt sind. Hier ist noch eine so eine, ja, na, wie heißt denn das? Schleifchen fürs Geschenk? So, ich will jetzt einfach, nehmen jetzt mal das. Happy Birthday steht überall auf diesem, da drauf. Ach, hier darf man aber auch nichts erwähnen. Ich habe irgendwann mal erwähnt, irgendwie, dass ich keine Kreolen mehr habe. Und ja, jetzt habe ich wieder eine ganze Horde. Cool. Also die sind glatte, dann mit so Glitzer und dann noch so geriffelt. Cool, cool. Ich danke dir. Werden dann irgendwann, wirst du sie auf irgendeinem Instagram-Post oder so sehen. Bloß momentan mag ich einfach hier so Stecker. Ich habe auch eine Kette heute, Fuchs. Die habe ich mir irgendwann mal selber gekauft. Und weil ich mag das immer nicht, wenn du noch so Hänger hast oder so große Ohrringe und dann eine Kette. Ich finde immer, das sieht nicht aus. So, wir wühlen mal. Könnte eine Palette sein. Fühlt sich so ein bisschen an wie diese Schokopaletten, die es von Makeup Revolution gibt. Ich bin auch dabei, es aufzumachen. Ist das drollig? Ja, das ist von Makeup Revolution Dark Chocolate. Ich packe nur mal das Papier nach unten. Eigentlich habe ich die Palettensammlung noch nicht abgetan. Ach Gott. Ich habe die noch nie in so klein gesehen. Toll. Eine richtig gute Reisepalette. Wollen wir swatchen? Komm, wir swatchen. Wow. Mit einer ordentlichen Base drunter. Wird das was? Cool, cool, cool. Vielen Dank. Die stelle ich mal hier gleich mit hin. Das sind zwei Teile. Es könnte ein Stift oder so sein. Nein. Einmal von Altera Cushion Care Lip Gloss. 03 Pretty Pink. Sieht so aus. Bin ich echt ganz gespannt drauf. Und dann nochmal von Altera ein Lipgloss.
Da muss ich mich aber ranhalten, ne? Der ist, hier steht es auch drauf, bis 07.22 haltbar. Da werde ich mich dann ein bisschen ranhalten müssen. Das ist die 06 Honey Rose. Ja. Aber das wird dann einer sein, der auch in meiner Arbeitstasche landet, weil da schmier ich. Was heißt schmier? Ja, da ziehe ich öfter mal nach. Ja. Mal gucken, dass wir den dann dieses Jahr noch aufbrauchen können. So, wir machen weiter mit diesem kleinen Teil. Scheint auch ein Blush, eine kleine Palette oder so zu sein. Ich habe keine Ahnung. Ich krieg's nicht auf. Habe ich denn die Schere hingemüllt? Ach da. Von Miss Lynn. Tolle Aufmachung. Ich habe noch nicht geguckt, was ist. Ist ein Bronzing Powder, Bronzing in Couture. Ich nehme euch die Folie weg. Der hat hier unten noch einen Spiegel. Sieht so aus. Ja, von Miss Lynn habe ich so, ich glaube, einen Nagellack und einen Blush, glaube ich. Aber nichts sonst. Also großartig, großartig. Und jetzt auch durch die Schminkkörbchen komme ich ja dazu, mal was zu gebrauchen. Habe mich heute übrigens mit der Naked 3 geschminkt, die ich von der Dean habe. Das ist eine Maske, weil die kann ich so knicken. Masken gehen immer, ne Sarah? Ach Gott, von Müller, wie cool. Ja, komme ich ja nicht ran, so wirklich. Einmal die Macaron Mask mit Limette, Shea Butter und Mandelöl, Limited Edition. Tolle Aufmachung. Und die Feuchtigkeitsmaske mit Granatapfelextrakt, die ich wirklich liebe. Cool. Auch darüber freue ich mich mega. Es nimmt kein Ende. Hier ist noch was Kleines. Es könnte auch eine Maske sein, weil die halt so weich ist. Ja. Eine Peel-Off. Sind die Peel-Off-Maske von Isana mit Aloe Vera und Pfirsichextrakt. Die kenne ich tatsächlich nicht. Bin ich sehr gespannt drauf. Mal schauen. Hier kommt noch eine Maske. Einmal wieder das nach da unten. Also Sarah, ich weiß ja nicht, wie viel Klebestreifen du benutzt hast, aber du musst das nicht dir von Frau Fuchs angewöhnen. Ich benutze auch gerne und viel Klebestreifen, um Dinge zuzumachen. So, das ist eine Limited Edition von Balea. Maske Golden Milk mit Kurkuma-Extrakt und Mandelöl. Huch, sieht so aus. Ja. Ich kann Maske machen ohne Ende. Das sind Badesalze. Oder ein Badesalz. Einmal von Müller Badekristalle mit Granatapfel. Auch die liebe ich, das weiß meine Sarah. Und Dresdner Essenz Sommerglück. Das finde ich auch so toll. Da freue ich mich. Das riecht. Wenn das dieses Jahr wieder in die Läden kommt, ne, und ihr das seht, dann geht da mal dran und schnüffeln. Das ist so ein toller, pudriger, weiblicher Duft und oh, ich könnte jetzt hier 5 Stunden noch sitzen. Aber großartig. Vielen, vielen Dank. Und das nimmt kein Ende, ne? Ach Gott, das ist so groß und das ist so klein. Wir nehmen erstmal das Kleine. Ein Beauty Sponge Duo Make-up Schwamm, ein Stück mit dieser Gel-Dings hier. Ja, ihr wisst schon, ne? Habe ich noch nicht ausprobiert, bin ich echt gespannt drauf. Vielen, vielen Dank auch dafür und irgendwie meine Haare, ne? Erzähle ich euch im Aufgebraucht-Video. Ich bin den einen Tag hier rumgelaufen und sah aus wie ein blondes Karottchen. Ja. Aber dazu dann mehr. Deswegen sind die Haare halt alle noch so ein bisschen komisch und die Seite ist irgendwie eh komisch und die waren vorher noch nass und naja, auch egal. Wir machen weiter mit dem hier.
Bist du denn bescheuert? Von Miomar, das ist von Lidl. Ein Profi-Kosmetik-Pinsel-Set mit edlen Ötzi in Lederoptik und wahrscheinlich in so einem Leo-Design. Da hat man ganz viele verschiedene Pinsel. Warte mal. Schere. Das ist ja mal perfekt für die Reise. Sieht so aus. Ich möchte es eigentlich gar nicht aufmachen, aber doch, weil ich neugierig bin. So. Ich klappe das mal auf. Wir holen jetzt die Pinsel nicht raus, aber die hier oben stehen so ein bisschen. Ach, wie cool. Großartig, Sarah. Vielen, vielen Dank dafür. Und Leo Design, da kriegt man mich immer mit. Sieht das nicht hübsch aus? So, jetzt Frau Fuchs, wieder so rumbinden und das wieder so machen, wie es war. Moment. Großartig. Vielen, vielen Dank auch dafür. Wow, ich bin echt geflasht. Ich mag eigentlich gar nicht mehr auspacken, Sarah. Ein bisschen, was haben wir noch? Das scheint ein Duschgel zu sein. Von Isana. Limited Edition. Travel More, Worry Less. Oh. Sehr frisch. Bisschen so nach uns hier oben, nach der Ostsee. So ein bisschen. Was ist denn da drinne? Das Gefühl von Freiheit, Entdeckergeist und unvergesslichen Momenten, das Isana Duschgel Travel More Worry Less, sorgt für ein fantastisches Duscherlebnis und hilft, die Haut vor dem Austrocknen zu schützen. Spürbare Frische. Also was da genau drin ist, das steht hier nicht. Aber großartig. Ja, perfekt für den Sommer. Vielen, vielen Dank. Freue ich mich. Mensch, jetzt kann ich duschen, bis es nicht mehr geht. Was Kleines. Niedliches. Oh, ein Eyeshadow. Von La Vera. In einem dunklen Grau. Ich mache den jetzt nicht auf. Es ist ein matter und Grey 28. Kann man den? Ah, okay. Dieses Ding, ja, hat mich gerade so irritiert, weil ich dachte, das wäre ein Klebestreifen, aber nein. So sieht der aus. Ist halt matt, grau und aber ein schönes Design. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Werde ich probieren. So, und jetzt noch vier Kleinigkeiten. Das wackelt. Das ist ein Viereck. Vielleicht ist es ein Würfel. Nein, es ist kein Würfel. Das sind diese Papangas oder wie die heißen. Also die Originalen. Die sind von For You Beauty. Sind so durchsichtig. Ich hatte schon mal welche von ihr, aber nicht von For You Beauty, sondern ich hatte, ich glaube, die Originalen, und diese ganz kleinen. Und da meine Haare ja so mega dünn sind, passte das. Und die sind auch nicht so groß, aber sehr stabil. Cool. Ja, Haargummis, ne? Das ist, glaube ich, bei uns Langhaarmädchen immer so, dass man davon nie genug haben kann. Gott, das ist so viel Zeugs. So. Das könnte eine Mascara sein. Von Love. Mein Gott. Lash Seduction. Instant Volumen Mascara. Achso, so. Entschuldigung. Kenne ich nicht. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich, ja, Mascaras. Kann man immer genug, nie genug haben. Das könnte entweder ein Kajal sein oder ein Lip Pencil. Das sind aber auch, glaube ich, zwei.
So, einmal von Revival Loop Intense Black, ein Kajalstift in Schwarz. Großartig. Kommt hier mal gleich da hinten hin, wo sie hingehört. Und dann noch ein Liquid Eyeliner von Revival Loop in Braun. Okay. Habe ich bisher nicht gehabt. Das ist der mit der tollen Filzstiftspitze. Ich habe ja damals die schwarzen davon immer gehabt. Und jetzt ein brauner. Bin ich sehr gespannt. Ist mal was anderes, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht so für die Arbeit, wenn es schnell gehen muss. So, das letzte. Und dann reicht es auch. Es war echt genug. Viel zu viel, Fräulein, aber das weißt du. Und das letzte will natürlich nicht auf. Warum auch? Wir nehmen nochmal die Schere zur Hand. Ich hoffe, ihr habt noch ein wenig. Trended Up Ultra Wear Nude Pan Matte Lipstick in der 030. Ich habe jetzt gerade nur hinter euch geguckt, weil das ist ein Velvet Sense in der 10. Also, die sind sich recht ähnlich, aber das ist alles gar nicht so dramatisch. So sieht der aus. Oh, schön. Nicht so leberwurstfarbig. Ich mag das ja nicht, ne? Wenn die Lippen dann immer so tot aussehen, finde ich ganz furchtbar. Ja, ihr Lieben, liebe Sarah, oh mein Gott, vielen, vielen Dank für das ganze tolle Zeugs. Viel, 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 viel zu viel, das weißt du selber. Ich freue mich natürlich über alles und bin jetzt auch ganz gespannt, die ganzen Dinge auszuprobieren und so weiter und so fort. Und ja, fühle ich gedrückt, geknuddelt, was auch immer. Und bei euch anderen sage ich vielen lieben Dank fürs Zusehen und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bye, eure Foxy.